So, welchen? Ja, Mann. Bisschen Beräumung. Welchen soll ich jetzt verkaufen? Gruppe und Seemaschine. Gruppe und Seemaschine, aber die kleinen halt, bisschen groß. Und zuerst reparieren. Und sauber machen. Kaum fehlt. Sauber gemacht habe ich schon. Der Baum ist lang. Kann er wahrscheinlich, weil er kein Geld hat. Was kann er? Reparieren, weil er ja kein Geld hat. Dann müsste er nochmal von meiner Abkürzung ändern, oder? Schauen wir gleich mal. Du musst dich ja an die Maschine ranstellen, um das zu machen. Bitte schon mal. So, da gab es ja irgendwie so mit Alt, glaube ich, konnte man das, gell? Na, links im Menü müsste es ja, wenn er angezeigt wird. Ich meine, das ist die Frage, weil wir haben ja jetzt auch eine platzierbare Werkstatt irgendwie. Ich meine, das mit dem Dings, mit den Messbandern. Ja, ich mach den ja vorgestellt, was? Nee, mit dem Messband. Wie lang der Baum ist. Zum Beispiel, da gibt's ja nichts. Ich bräuchte mal bitte 764 Euro, um den Krupper zu reparieren. Warte, dann repariere ich ihn schnell. Bis mehr kriegst du kein Geld. Ja, ich werde jetzt nicht extra da überweisen, das Scheiß. Kannst du Chef fragen? Nee. Fürs 400 kostet der. Und der? Passt. Ja. Du bist gleich mal mitgereinigt worden, Ed. Danke. Was jetzt mit meiner speziellen Reinigung? Bist ja nicht da. Bin da. Wo? Kannst du Körnermais gleich mit reinigen? Tschüss. Wer ist jetzt hier nicht vor? So. Ach, alles muss man selber machen. Schönes Leben. Der Baum spackt herum, na super. Jetzt wirklich Bäume. Ja. Ah, wie ging das? Ah, jetzt ist Ruhe endlich. So, mal gucken, wo schneiden wir denn? Circa hier. Alter, was haben die gemacht mit dem letzten Update? Warum? Die Bäume spacken, warum? Okay. Wir werden in die Reifen nicht so. Oder vielleicht ein Mod hat damit auch Schulden, man weiß es ja nicht danach. Sie spacken halt. Durchgeschnitten oder nicht? Keiner weiß. Im Anschluss sieht man aufladen. Keine Ahnung, geht irgendwie nicht sauber. Jetzt ist er sauber. Ja. So, dann nehme ich mal den. Bei dem blauen. Murdoch. Genau, den habe ich gerade zum Wegfahren. Gut, dann nehme ich halt den. Case. Aber noch den Rohr. Weil ich bringe mich. Ich bringe mich gerade Seemaschine und Krupper weg. Ja. So, cool. Warum, wir hatten sich ja stützt nicht eingefahren. Was ich ja lustig finde, wenn ich links blinke und den Krupper vorne ja mit dran habe, blinkt das rechts da und nicht links. Okay. Ist ja auch für die andere Seite gedacht.
mache ich denn für ein Mist, Alter? Kontrollgruppe, achso, Stern gibt's ja so jetzt was. Da wechseln wir ja G. Sag mal dich. Ja, dieser Traktor ist auf jeden Fall schon ein bisschen moderner, sogar ein Display. Aha, ein bisschen schneller auch, gell? Ja, 53, schon besser. Ja, auch eine Plane über meinen Hänger machen. Kann das sein, dass du gerade wieder Verbindungsprobleme hast? Nee, normal nicht. Das würdest du mich nicht hören. Hätte ja sein können. So, beides verkauft. Kommen aber auch noch nichts, glaube ich. Hat sich alles Murdoch eingesteckt. In die eigene Tasche. Nee. Also beide Maschinen verkauft. Okay. Oder habe ich bekommen und nicht gesehen? Da fuhr gerade der olle Mistkäfer. Und der olle Murdoch fuhr vorbei. Richtig. Welcome to the town of Maplefield. Ja, willkommen. Applefield. So. Bauen wir da ganz ran da. Zack. Man muss ja dazu sagen, dass wir ja auch gerade in Relive dabei sind, Forstanhänger zu bauen. Okay. Du wolltest aber schon lange fertig sein. Ja, eigentlich schon. Das hat sich aber ein bisschen verzögert, dadurch, dass ich krank war und dann ist Günther noch dazwischen gekommen. Immer diese Kuscheltier. Weißt du jetzt, also bei Penny ist mal wieder hier Aktion. Okay. Gibt's wieder Günther. Genau. Ja, ich meine aber jetzt den richtigen Günther. Ja, ich weiß. Man weiß Günther ja nicht. Günther und Fiona Feige und... Na gut, Günther ist ja Fiona Feige. Genau. Also, Penny-Aktion, Fiona Feige, dann wisst ihr, wer Günther ist. So in der Art, ja. Oh. Ups. Ja, den Schlepper lassen wir trotzdem, wo mich die Kassiererin letztes Jahr angeschaut hat, dass ich das Ding direkt kaufen wollte und keine Sammelmarken sammeln wollte. Ich will Günther. Genau. Ja. Na, eigentlich war es ja irre. Für den Preis. Aber. Du wolltest Günther. Wir gehen halt sonst nicht zu Penny einkaufen und. Günther. Eben Günther halt. Günther. Günther, und du wolltest ihn ja mitbringen auch. Also. Muss Günther sein. Und ich habe ihn mitgebracht. Und ich habe ihm wieder einen Rechner gesteckt. Wo ist er eigentlich? Hier, er liegt auf dem Rechner. Na Günther, wie geht's dir? Oha, Ed, ist der nicht ein bisschen lang? Es geht schon. Ich muss nur mit der Steuerung irgendwie klarkommen, dann geht's das schon. So. Also nicht so. Soll ich Spanngurt drüberlegen? Nee, noch nicht, warte ein bisschen. Hallo, warum ich das auf? Da jetzt. Jetzt kann ich Spanngurt drüberlegen. E war das, ne? Nee. Oh, dann steht hier oben. Ja, warten, kann ich auch anbringen. So. Hä? Für den einen geht's nicht drüber, oder? Nee, auf den. Den mag er nicht. Ja, doch, fixiert ist er trotzdem, okay. Ja, ja, doch. Na dann. So. Ein Stück hier vor. Vor und vor. Ja, so ungefähr.
was haben wir denn noch? Das mit der Steuerung ist halt wieder gewöhnungsbedürftig. Sonnenblumen immer noch. Nee, bei der Mappe fehlt. Warum aber jetzt nicht? Und bis wir da sind, sind die Preise eh wieder. So, Spanngurte los. Hallo, eigentlich nicht, das ist auch da. Stück vor noch, Ed. Ich denke genau, ob er da rum will. Klar doch. Da, warte. Von ein Stück vor ist leichter. Okay. Warten. Jetzt kannst du fahren. Man könnte jetzt erst anbringen. Ja, passt. Y. Zu dieser Steuerung. Der Maus, da werde ich nie Freund werden. Dann nimm halt deine Euro-Steuerung. Ja, die müsst ihr also aufbauen. Ich möchte auch eine Euro-Steuerung 2.0 bauen. Ja. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Da bin ich noch zu faul dazu. Ein paar Teile habe ich schon. Mir fehlen halt noch die Joysticks. 2.0. Ach, geht. Oha. Was? Da soll man drauf fahren? Na komm. Ist jetzt nicht daher? Sollen da im Mist? Echt jetzt? Das wird so lang, der Idiot. Also kommt mit der Steuerung nicht klar. Dann geht doch. Jetzt habe ich es da hingepackt. Passt für dich. Die Hand auch aufklatschen, den aber naja. Wir wollen ja vernünftig, ne? Willst du noch einen mitnehmen? Ja, normal schon, oder wegen einen. Das hat jetzt auch nicht aus, unbedingt. Der ganze Aufwand da. Wenn du gut bist, nicht auf dem Schlepper, gell? Gib mein Bestes. Ja, du schaffst das natürlich wieder. Scheiße! Er schafft es, das nicht zu schaffen. Nein, er ist nicht ganz gefallen. So, das Auge mal B. Ja. Und hier noch einmal, dann passt eh. Hey, stützen zuerst. Ich kann sagen. Ein paar Stück vorher, so. Nach vorne noch ein Stück. Ja, so. Spanngurte sind alle los.